suggestion how we probably see the future in retail. That means the combination of the virtual world and the point of sale. And we call this the navigation circle. And it's very important that it's easy to handle and everybody knows from the first view how it works. All the products are filmed. That means it's not a static photo. You can see the product from all sides. You can demonstrate details. You can demonstrate how it works. This product is available in the shop, so it's here as a physical product, or it's available in the web shop, or both. In this case, it's both. When you say, okay, I want to check my basket, you open it, and here you see your selection. And then you can finally decide, okay, I don't like this one, but I like these two. You scan the QR code. Whoop. The basket is empty because all the stuff is inside here. And you see, it's in the upper floor, in the back part of the building. So you don't have to, you know, run through all the floor. And you can scan a product. Whoop, here is the cap. And you see that this cap, that is probably just available in the store in one color, is available in different colors in the web shop. So you can test it, you can try it on, if it fits, but you say, no, don't like red, I'd rather go for the black one. You can buy it online. What we have here as well, the retailer said it really makes sense if you choose one product to make a suggestion what other kind of products fit together. So you can make here a proposal for a complete outfit selection based on one product. Erste Innovation, eine versteckte LED-Lichtschiene für das Fach und gleichzeitig ohne Kabelkanal. Wenn ich das aushänge aus dem Regal, wird es zuerst finster und ich kann es in jeder Position im Regal wieder einhängen und es leuchtet wieder. Wenn Sie zum Regal kommen oder vorbeigehen würden und dem Regal Aufmerksamkeit schenken, dann kriegen Sie vom Regal Aufmerksamkeit zurück. Wir haben versucht, die Lücke zwischen elektronischer Preisauszeichnung, die mit Batterien ist, Lebensdauer 7 Jahre, und einer verkabelten Variante, die in Farbe ist, zu schließen. Das ist, sind Mini-Digital Signages, da kann man die einzelnen Displays ansteuern und entweder direkt das Produkt dahinter auszeichnen oder in einer gesamten Leiste, wie es gleich durchblendet, auch in animierter Form, wie man es hier sieht, die Leiste ansteuern und herzeigen. Unsere Story ist da, das auch mit Emotionen, mit Leben zu erwecken. Ein Wasserfall, ein Brunnen mit speziellen, echten Holzelementen ein bisschen eine emotionelle Stimmung macht. Hier geht es darum, dass Sie ein Produkt am Spiegel benutzen und Sie kriegen Informationen passend zum Produkt, das Sie benutzen. Wenn Sie einen Lippenstift benutzen oder eine Brille vor dem Spiegel, wird eine Werbeinformation dezent eingeblendet in den Spiegel, passend zum Produkt. Und ich habe einen zusätzlichen Zusatznutzen, wenn ich ein Außeneck habe, eine Wandanlage, die hier weiterbauen wollte unter 90 Grad, kann ich mit dem Standard- und ein Serienelement eine 100-Achse weiterbauen. Und das ist eine schöne Außeneck-Lösung ohne viel Innenecken und Verblendungen. This is the booth for premium and travel retail. As you can see here in this tunnel, we can showcase our capabilities and our competence about travel retail and our international landmarks in that branch. And with the letters here in the middle, we showcase our capabilities with materials, handling different surface finishes, and dealing with customer-specific solutions. Other than systems. Like to touch because there's a smooth finish, the oiled top of the cracked oak wood, and the size of the oak wood is actually ice blasted. This is a metal construction with intercoating process, a new process to make this copper finish on wood for this profile, as well as on metal for these profiles.
Wir haben einmal die Siegerprojekte des Josef Umdasch Forschungspreises an der Wand entlang auf den Staffeleien präsentiert. Und der zweite Teil ist die Leistungsbereiche unserer Shop Consult hier auf diesem Setzkastentisch präsentiert. Das sind Ausdrucke aus unserem 3D-Drucker. Die Dateien haben wir ja ohnehin. Und das Ganze ist dann, zeigen wir dann, dass zum Beispiel ist diese Next-Kasse, wie man sie hier als Referenzbild auch sieht.